In diesem Video lernst du, was der Grat beim Dach ist und welche Gratausbildungen und welche Anschlussmöglichkeiten dort aus Blech vorhanden sind. Was ist denn nun eigentlich der Grat beim Dach? Der Dachgrat ist eine Kante, die entsteht, wenn zwei geneigte Dachflächen die Richtung ändern und sich dabei eine Außenecke bildet. Ein normaler Grat verläuft von der Dachecke an der Traufe bis zum First hinauf. Eine spezielle Form des Grates ist der Verfallgrat. Dieser bildet sich, wenn zwei unterschiedliche Dachhöhen aufeinandertreffen. Die Verbindung zwischen den zwei unterschiedlichen hohen Firsten ist der Verfallgrat. Bei deinen Spengelarbeiten stellst du handwerklich verschiedene Gratausbildungen aus Blech her. An einem Stehfalzdach wird zum Beispiel der Grat mit einem Doppelfalz, einer Abdeckkappe oder einer Gratleiste geschlossen. Den Doppelfalz solltest du aber nur bei sehr kleinen Dächern anwenden, da er gegenüber der Lösung mit den Abdeckkappen und der Gratleiste nur sehr wenig Längendehnung der Scharen aufnehmen kann. Bei kleinteiligen Dachendeckungen aus Metall kannst du auch Gratreiter verwenden, die je nach Situation noch etwas an die Dachendeckung angepasst werden müssen. Diese sind in Funktion und Anwendung ident mit den Gratziegeln des Dachdeckers. Für einen schönen Abschluss unten an der Traufe gibt es den passenden Vorkopf dazu. Beim Übergang von Grat zu First sind dann wieder deine handwerklichen Fähigkeiten gefordert. Nun weißt du, was der Grat beim Dach ist und welche Spengelarbeiten dort ausgeführt werden können. Habt ihr Ideen für weitere Videos? Dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung, um direkt zu unserem Feedbackbogen zu kommen. Like das Video, wenn es euch gefallen hat, und abonniert uns, um keine neuen Folgen zu verpassen. Lehre2Go ist ein Projekt von Ibis Ackern, gefördert von Arbeits- und Wirtschaftsministerium. Er arbeitet in Kooperation mit den Bundesinnungen der Bundesinnungsgruppe Baunebengewerbe.